Man muss sich damals die Situation schon vorstellen, das Militär war im Hunsrück deutlich präsenter wie heute. Also es sind Panzer mit durch Übungen durch die Dörfer gefahren. Es war praktisch, weil jedes Mal im Amtsblatt irgendwo gestanden, es findet eine Übung statt mit so und so vielen Kettenfahrzeugen. Damals war ja der Zweite Weltkrieg noch nicht so lange vorbei und es war immer so die Diskussion, was darf die deutsche Regierung machen und was fällt noch unter Besatzungsrecht. Ja, es gab damals vor allem im Vorfeld auch der Großdemonstration, als sich dann auch Gruppen aus der ganzen Bundesrepublik interessiert haben, was passiert hier eigentlich. Das wird totgeschwiegen und die Leute gehen dem aus dem Weg und wir wollen, dass es darüber ein Gespräch gibt. Und dann haben wir uns überlegt, wie machen wir das? Und dann haben wir beschlossen, wir bemalen einen Laken, zwei Laken, wir haben dann zwei aneinander genäht, haben die aus unserem Schlafzimmerfenster rausgehängt und da stand drauf ganz dick, du sollst nicht töten. Passt ja zu einem Pfarrhaus. Und unten drunter, auch in Russland leben Menschen. So haben wir es damals formuliert, keine Marschflugkörper nach Hasselbach oder so ähnlich. Da kam ein Landwirt aus Kirchberg, der Herr Braun. Und er sagte, wie wär's, wenn wir hier Symbole hinstellen, die was gegen diese Kussmissels aussagen. Und wie ich gehört habe, habt ihr einen Acker. Und er reichte wirklich von der Hunsrückhöhenstraße, was ja wichtig war, ist eine befahrene Straße, bis hinten an die B-Batterie, an diese Pöttner da. Und die Seitenwände und die Rückwand, die war schnell da mit dem Raben da auf dem Stein und hinten der Atombunker, wo die Knochenmännchen da so die Glocke läuten. Und dann wurde uns in der Familie und auch als Pfarrersleute in Bell klar, wir müssen hier auch öffentlich Farbe bekennen, also das, was ein evangelischer Pfarrer ja eigentlich sowieso machen soll, nach meinem Verständnis. Öffentlich Farbe bekennen für eine Welt, für eine Gesellschaft, die Gerechtigkeit und Solidarität wirklich lebt. Aufmerksam geworden bin ich durch August und Jutta Dahl im Presbyterium. Er hat das Ganze angestoßen und dadurch ist mir natürlich auch bewusst geworden, wie bedrohlich die ganze Sache war und werden konnte. Und ja, ich habe mich mitreißen lassen, mitnehmen lassen. Wir
hatten seit dem Zweiten Weltkrieg in unmittelbarer Nähe schon US-Liegenschaften. Unter anderem war auf dem Flughafen Hahn eine größere Einheit von Kampfjets stationiert. Und die sind sehr oft über uns geflogen, haben unter anderem die Schallmauer durchbrochen. Es kamen die Gerüchte, es hieß, da kommen Großmissiles hin und die geschwärzten Informationen aus Amerika, wo dann irgendwann doch Wischheim auftauchte. Zu dem Zeitpunkt, wo wir beschlossen haben, wir machen einfach ein Widerstandscamp, war noch nicht klar, ob die Großmissiles in der Eifel stationiert werden oder im Hunsrück. Und die Entscheidung ist deshalb gefallen, weil wir hier vor Ort Kontakte gefunden haben, also Frauen, die uns unterstützt haben. Als ich 1984 nach Frankfurt an die Jesuitenhochschule gekommen bin, lernte ich die Initiative Ordensleute für den Frieden kennen. Wir waren dann auf einer Wallfahrt zur großen Demonstration in Bonn, 3 Tage unterwegs. In der Tat, ich war kommunalpolitisch schon unterwegs und bin dann 83 in den Landtag nach Mainz gegangen und wurde dann konfrontiert damit, dass die Bundespolitik, nämlich unsere Bundespolitik, davon sprach, wir brauchten ein Gleichgewicht des Schreckens, so nannte man das früher. Und in Wirklichkeit war das die Schaffung eines 30-fachen Overkills anstatt eines 25-fachen, der vorhanden war.